Ja, willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video. Und wir befinden uns heute wieder in der Virtual Cabin von Freitag der 13. und zwar in der Version 1.3. Dort sind wir ja hingekommen, nachdem wir ja letztes Mal die erste Version davon gelöst haben. Und ja, so, ich möchte mich auf jeden Fall als allererstes mal für die Soundqualität vom letzten Video entschuldigen, denn ja, die war wirklich mega, mega, mega schlecht. Tut mir echt leid, ich hatte da irgendwelche falschen Einstellungen und ja, ich wollte das Video aber auch nicht löschen, weil ja, es wäre zu schade gewesen, das nicht hochzuladen. Deswegen habe ich einfach die Lautstärke bzw. meine Sounddateien einfach ein bisschen höher gestellt, dass das Ganze halt laut genug ist. Und ja, so jetzt kommen wir mal dazu, was ihr eigentlich machen müsst für die nächste Version. Und zwar geht ihr hier an den PC wieder und geht auf Change Date und dann ändert ihr das Datum. Und zwar ändert ihr das Datum auf den 13. Juni 1979. Das ist der Todestag von Jasons Mutter Pamela. Ihr könnt allerdings auch, wenn ihr Bock habt, könnt ihr erstmal auf den 13. Juni 1975 drauf gehen. Wenn ihr das Ganze bestätigt, dann bekommt ihr ein Geräusch, was euch anzeigt, dass ihr was freigeschaltet habt. Und im Prinzip würde im Keller jetzt einfach nur noch das Telefon klingeln und Jasons Mutter wäre dran und würde halt wieder genau wie im ersten Video sagen, wo ist mein Sohn, bla bla bla. Ja, okay. Ich stelle auf jeden Fall auf den 13. Juni 1979 und dann geht es weiter. Ihr habt das Geräusch gehört. Jetzt klingelt im Keller auch das Telefon, aber ihr kommt dadurch in die Virtual Cabin Version 1.4. Und was passiert, das zeige ich euch. Ihr geht auf jeden Fall jetzt in den Keller. Und dann geht ihr wieder an das Telefon. Hier seht ihr nochmal die ganzen Jasons. Und ja, ich würde sagen, Leute, zieht eure Windel an, denn jetzt wird's creepy. Wenn ihr das Telefon abnehmt, dann passiert nämlich Folgendes. You should have been watching him. Okay, wie ihr gesehen habt, ist hier die Axt an uns vorbeigeflogen und ihr hört auch schon die Schritte. So, und das ist, wer könnte das wohl sein? So, wenn ihr jetzt wieder zurücklauft, und zwar seht ihr, dass das Licht erstmal aus ist und ihr seht natürlich, dass hier eine Box leer ist. Das heißt, Jason treibt jetzt sein Unwesen in diesem Haus und wenn ihr hochkommt, dann seht ihr auch schon, hier, diese Jugendleiter sind tot. Ja, so, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal weiter. Und dann passiert Folgendes. Oh mein Gott. So, jetzt gehen wir erstmal hoch, weil wir hören, wie oben jede Menge Leute abgeschlachtet werden. Okay, jetzt geht ihr wieder runter und dann werdet ihr sehen, dass die Tür, die am Anfang verschlossen war, diese Tür, wo man nur das Schlüsselloch gucken konnte, dass diese jetzt auf ist und dann seht ihr erstmal dieses hier und wenn ihr euch rumdreht, seht ihr noch dieses hier und was ihr gerade gehört habt, ist, dass Jason nun die Tür durchbrochen hat, das heißt, wir können jetzt auch raus aus dem Haus. So, jetzt gehen wir erstmal hin und schließen die Tür und nehmen uns den Schlüssel, den der Kollege hier um sich trägt. Dann könnt ihr die Tür wieder aufmachen und dann verlassen wir das Haus. So. Ja, wenn wir draußen sind, dann sehen wir, dass die Jugendleiter hier komischerweise immer noch am Leben sind, was ich irgendwie merkwürdig finde, weil im Haus hat er alle abgeschlachtet und hier läuft er nie vorbei. Okay. So, egal. Dem wenden wir uns gleich zu. Ihr könnt auch natürlich erst ein bisschen rumlaufen und ein bisschen euch das Ganze angucken. Auf jeden Fall geht ihr hier zu dem kleinen Häuschen und benutzt den Schlüssel und holt euch die Schaufel, denn die werden wir heute nochmal brauchen. So, dann geht ihr raus und dann zeige ich euch mal eben, worum es jetzt gehen wird. Und zwar geht es jetzt um dieses Boot hier vorne.
Denn das brauchen wir, damit wir ja, abhauen können, beziehungsweise auf die andere Seite kommen. Ja, ihr chillt noch hier eine Weile, gut. So. Und hier ist dann ja, das Gas, was ihr braucht, oder Benzin. So, und ihr seht schon hier unten, es gibt drei Rätsel zu lösen. Und dazu kommen wir jetzt. So, ich fange jetzt erstmal mit dem, ich würde sagen, schwierigsten Rätsel an. So, ihr habt hier drei Wege. Einmal links, einmal geradeaus und einmal rechts. So, wir fangen jetzt mit dem Weg nach links an. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was passiert, wenn ihr das Rätsel falsch macht. So, wir laufen jetzt einfach hier wo lang. Gehen wir mal einfach hier so hin. So, zack. So, also so sollte das Ganze nicht bei euch aussehen, denn dann habt ihr es falsch gemacht. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr das richtig macht. So, ich muss jetzt selber erstmal wieder gucken. Genau, wir laufen jetzt hier den Weg lang und dann sehen wir hier auf dem Boden die Machete liegen. So, und die Machete zeigt in eine Richtung und ihr guckt einfach hinterher und seht schon, die Machete zeigt auf einen Baum, wo irgendwas reingeritzt ist. So, da lauft ihr jetzt hin. Und dann seht ihr in diesem Baum ein Herz mit einem Pfeil durch und auch dieser zeigt wieder irgendwo hin. So, und dann lauft ihr einfach den Weg wieder lang. So, immer schön weiterlaufen. Und dann seht ihr hier einen goldenen Pfeil, oder ja, gelben Pfeil, ich finde der leuchtet zu golden, im Baum stecken. Und auch dieser zeigt wieder irgendwo hin. So, also geht ihr den Weg wieder lang. So, und hier habt ihr jetzt ein, ja, eine Ente oder eine Entenfamilie. Und auch diese zeigt wieder irgendwo hin. So, also geht ihr den Weg jetzt gleich wieder hinterher. Eben gucken. So, genau. Geht ihr hier durch. Und dann kommt ihr an diesen... ja, an diesen Erdhaufen hier. Und hier benutzt ihr jetzt eure Schaufel. Wenn ich jetzt könnte. So. So, und dann sehen wir, oh mein Gott, einen ausgeschlachteten Hund. So, okay. Und ihr könnt jetzt das Abzeichen hier nehmen, wenn ich das aufheben könnte. So. Und da habt ihr auch das erste Rätsel schon gelöst. So. Kommen wir zum zweiten Rätsel. So, ich überlege gerade, welches wir jetzt als nächstes machen. Ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal... ah komm, nehmen wir erstmal rechts. So. Ihr geht auf jeden Fall jetzt erstmal hier durch dieses Tor durch. Und dann seht ihr hier den Grabstein von Pamela. Seht ihr ja, 1930 bis 1979. So, und dann geht ihr hier zu diesem Haufen. Und auch hier benutzt ihr eure Schaufel. So, wenn ihr die Schaufel benutzt habt, seht ihr diesen tollen Sarg hier. So, diesen könnt ihr auch normalerweise öffnen. Wenn ich denn jetzt... die Taste bekommen würde, da ich drücken kann. Aber irgendwie geht's nicht. Hallo? Achso, nee, sorry, Leute. Verpeilt. So, hier braucht diesen komischen Stab hier. So, und den steckt ihr jetzt da rein. Und dann, genau, dann könnte ich das öffnen. So. Wenn ich denn jetzt auch dürfte. Das wäre sehr toll. Komm schon. Na... irgendwie ein bisschen buggy gerade hier. So, jetzt. Mein Gott. Mmh, lecker. So. Und jetzt benutzt ihr diesen Stab hier. Und dann passiert Folgendes. So, das musste passieren. Das ist also so gewollt. Und wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr jetzt zu dem Sarg gehen und könnt euch dann das zweite Abzeichen rausnehmen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Rätsel. So, das letzte Rätsel. Dazu müsst ihr jetzt den Weg zu Jasons Haus hinauflaufen. So. Immer schön in Richtung Mond. So. Und dann seht ihr hier schon, der Kopf von Pamela fehlt.
So, diesen braucht ihr jetzt. Und wo ihr den findet, das zeige ich euch jetzt. So, dafür müssen wir nämlich jetzt wieder zurück zum Camp. Dort, wo die ganzen Jugendleiter saßen und im Wasser geschwommen sind und so weiter und so fort. Und wenn ihr jetzt dort ankommt, dann werdet ihr auch schon feststellen, dass alle getötet wurden. Was ja eigentlich vorher schon hätte passieren müssen eigentlich, aber mein Gott. Egal, so, das könnt ihr euch jetzt auch angucken, dieses Massaker hier. Da hängt einer am Baum, hier liegt einer mit einer Axt zwischen dem Arm und seiner Schulter und die im Wasser schwimmen auch tot durch die Gegend. So, was uns jetzt aber interessiert, ist dieser Kühlschrank hier vorne. Denn dieser Kühlschrank hat ein Schloss, und zwar ein Zahlenschloss mit 4 Zahlen. So, und diese 4 Zahlen sind auch eigentlich ganz easy zu finden. Und zwar schaut ihr euch hier dieses Kennzeichen an. So, und es sieht eigentlich aus wie eine 5221 oder 571, 5721 oder so. Aber in Wahrheit, ist ein bisschen verpixelt das Ganze und weiß auch nicht, wieso das so komisch gemacht wurde. In Wahrheit ist es dann die Kombination, gucken, so. 5, Moment, ja, 5, 2, 2, 1. Okay, dann war es andersrum. Wie war es nochmal? Okay, 5, 3, 1, 2. Okay, warum auch immer, keine Ahnung, Leute. Es ist ein bisschen buggy. Manchmal ist es auch vertauscht. Dann ist es 1, 2 oder 2, 1. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber probiert die Kombination aus und die wird wahrscheinlich auch funktionieren. So, jetzt geht es hoch zum Haus und dann legen wir Pamelas Kopf auf dem Tisch ab. So, schade, dass man hier nicht rennen kann. So, ihr seht schon, die zweite Version der Virtual Cabin, beziehungsweise die Version 1.3 oder 1.4, wo wir jetzt uns befinden nach dem Video, ist relativ easy und geht auch alles sehr schnell. So, hier legen wir jetzt den Kopf ab. Und jetzt bekommt ihr auch dann euer drittes Abzeichen. So. Mit diesem Abzeichen könnt ihr jetzt rausgehen. Keine Angst, es passiert euch nichts. Auch wenn die Musik jetzt ein bisschen krass ist, aber es passiert euch nichts. So. Jetzt könnt ihr zum Boot gehen und könnt diese drei Abzeichen an dieser Säule platzieren und bekommt dann euer Benzin. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr das Ganze am Boot einfüllen und dann geht's Richtung Süden. So. Und dann seht ihr auch, was gleich passieren wird. Komm schon. So. Zack. 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 So. Ihr nehmt das Benzin. Füllt das Ganze jetzt am Boot ein. Glück, 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 Glück. So, und dann könnt ihr losfahren. So, das Ganze fährt von alleine, also braucht nichts zu tun. Und jetzt seht ihr auch gleich auf der anderen Seite schon, ja, was passiert. Und zwar kommt jetzt die Polizei. Ach, Rettung in Sicht. Gott sei Dank, wir haben es geschafft aus dem Crystal Lake Camp raus. Gott sei Dank. Ach, diese schöne, beruhigende Musik. Und dann, bam, kommt einfach mal dieses Viech aus dem Wasser. So. Ja, das war auf jeden Fall die Virtual Cabin Version 1.3, 1.4. So, habe ich auch erst gedacht, ist ja doch relativ easy. Aber wenn wir jetzt auf Offline spielen klicken und auf Virtual Cabin, dann werdet ihr gleich sehen, dass das noch nicht das Ende gewesen ist. Denn wir kommen jetzt zur Version 1.7 oder 1.6? Ich glaube, wir kommen zu 1.6. Bin mir nicht sicher. Seht ihr jetzt auf jeden Fall, sobald dann ja, der Ladebildschirm verschwindet. 1.6. So. Virtual Cabin 1.6. Ja, und wie es damit weitergeht, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr dann im nächsten Video sehen. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo und einen Daumen natürlich freuen. Und Kommentare sind auch immer sehr gerne gesehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und
Ciao.